Ground and Pound-Fans, herzlich willkommen, EMC Nummer 5 in Düsseldorf. Und neben mir steht jetzt Ismail Nordiev. Und ja, er hat heute das zweite Halbfinale im Grand Prix für sich entscheiden können. Und ja, direkt die erste Frage, deine Gedanken dazu, wie ist es gelaufen? Alles super, Dankeschön an euch. Es war genauso, wie wir es uns erwartet haben. Also diesmal habe ich keinen Gameplan gemacht. Ich bin einfach nur reingegangen und war einfach auf alles vorbereitet. Du hast keinen Gameplan gemacht? Nein, weil jedes Mal, wenn ich einen Gameplan gemacht habe, habe ich gemerkt, es ist nicht gut gelaufen. Weil im Kampf kommt es doch anders. Und dann, wenn du einen Gameplan hast und worauf du fokussiert oder fixiert bist, und dann, wenn es im Kampf dann nicht funktioniert, merke ich auf einmal, wie du psychisch dann so brichst. Und dann kriegst du so eine Blockade und denkst dir, oh Scheiße, was ist denn jetzt passiert? Und das ist mir oft passiert. Ich habe so meine zwei UFC-Kämpfer verloren, weil ich eben mich auf eine Sache voll fokussiert habe. Und dann habe ich gemerkt, es geht nicht durch. Und dann, bam, habe ich so eine Blockade gekriegt. Und es hat mich dann voll aus dem Konzept gebracht. Und deswegen habe ich einfach keinen Gameplan gemacht, sondern ich war einfach auf alles vorbereitet. Habe gedacht, es kommt, wie es kommt. Ich gebe einfach nur mein Bestes und fertig. Wenn du es jetzt schon mal ansprichst, ich wollte eigentlich später drauf kommen, aber du hast im Interview im März, hast du auch berichtet, als du aus der UFC freiwillig ausgeschieden hast. Ich glaube, es gibt kein anderes Beispiel außer dich für so etwas. Hast du beschrieben, du müsstest mental da ein paar Sachen verändern und da ein bisschen arbeiten. Ist es genau das, was du eben beschrieben hast? Ja, genau, das war auch das. Nicht alles, aber was war ein Teil davon. Heute habe ich besonders mehr gerungen, weil ich mir selber und auch den Leuten beweisen wollte, dass ich eben im Ringen auch stark bin und auch Ringen habe und nicht nur Striking. Und deswegen habe ich das heute gemacht. Das war so der zweite Punkt, den du damals angeführt hast, als so ein Grund, warum du nicht so zufrieden warst mit deinen vier Kämpfen dort in der UFC. Es war so ein bisschen, du hast heute, ich habe immer so ein bisschen auf den Submission-Versuch gewartet, aber nein, du wolltest wirklich tatsächlich das Ringen so weit durchziehen und wirklich, ja, zwischendurch immer mit Ground and Pound, klar, aber nicht beenden durch Submission. Ja, ich wollte nicht mit Submission beenden, weil natürlich ist ein Finish immer schön und jeder Kämpfer guckt natürlich auf ein Finish, aber ehrlich gesagt bin ich auch froh, wenn ich bis zu Ende kämpfe, weil es ist eben eine Erfahrung und umso länger du in einem Ring bist, umso mehr kriegst du auch die Erfahrung, die Runden durchzuhalten. Und ja, deswegen habe ich jetzt nicht unbedingt aufs Finish geschaut, weil das ist auch dann so ein Punkt, wenn du dich dann voll krass auf den Finish konzentrierst und dann geht das nicht durch, dann denkst du dir, ach scheiße, da verlierst du so viel Kraft, weil du eben versuchst. Und deswegen habe ich einfach versucht, ruhig zu bleiben, dachte mir, egal. Wenn da richtig so ein, natürlich wenn so eine große Chance kommt und ich merke, okay, ich gehe da locker durch, hätte ich es natürlich gut durchgezogen. Aber so habe ich mir gedacht, nee, kein Stress, ruhig, bisschen Ground and Pound, kontrollieren, Pressure und also Druck machen und fertig. Das heißt, du bist heute mit dem, was du wolltest, auch im Hinblick auf die UFC, auf die Veränderungen, die Sachen, die so ein bisschen dich gestört haben, soweit zufrieden und du hast damals gesagt, so zwei, drei Kämpfe würdest du gerne außerhalb der UFC machen, um dann wieder einsteigen zu können. War das jetzt ein Schritt in die richtige Richtung? Ja, genau, das war's. Und EMC ist auch richtige, gute Entscheidung gewesen. Ich muss ehrlich zugeben, ich bin ein bisschen überrascht von dieser Veranstaltung. Ich hätte es mir nicht so gut erwartet, ehrlich gesagt. Also Ivan und sein Bruder Tommy haben das richtig geil gemacht. Also ich habe bis jetzt, also selber persönlich, noch nie so eine gut organisierte Veranstaltung gesehen in Deutschland oder in Österreich. Und ich bin richtig froh, dass die mir die Chance gegeben haben, hier zu kämpfen. Weil, wie du schon weißt, wegen Corona und so ist zurzeit eh so eine schwere Zeit. Ich habe ehrlich gedacht, ich werde erst nächstes Jahr kämpfen durch die ganze Sache. Also war ich richtig froh, dass ich hier kämpfen konnte. Ja, und jetzt steht natürlich bei EMC Nummer 6 am 31. Oktober, meine ich, genau. Natürlich ein Kampf schon wieder fest. Mhm. Und zwar das Finale gegen Amir Gurgulatze. Genau.
Was denkst du da über deinen Gegner und den Kampf? Er ist auch ein sehr starker Kämpfer, auch jung, motiviert. Ich glaube, er ist auch softbar, wenn ich mich nicht täusche. Ich hasse diese Linkshänder, ehrlich gesagt. Ey. Mein Gegner heute war ja auch Linkshänder. Das war natürlich auch so eine Umstellung für mich, weil im Training, also ich habe mich vorbereitet mit den Azaitar-Brüdern, Nasrat, Hijo, Ilyas Bulait, Typhoon Öcan, Ilyas Enhaci, Yusuf, Daniel, Said, Coach Said also Dankeschön an euch allen Jungs nochmal für die geile Vorbereitung. Und ich muss ehrlich sagen, da habe ich nur den Nasrat als Linkshänder gehabt, aber der war nur 2 Wochen mit uns. Da war das eher so, dass wir ihm geholfen haben. Deswegen habe ich gar keinen Linkshänder gehabt, auf den ich mich vorbereiten kann. Ich habe nur also orthodox Leute gehabt. Und in diesem Camp habe ich mich ehrlich gesagt mehr so aufs Ringen fixiert und ich habe diesen Camp beim Sparrings nur gerungen, weil ich wollte unbedingt diesen nächsten Kampf so viel wie möglich ringen. Einfach wie gesagt, um mir selber und den Leuten zu zeigen, dass ich auch ringen kann. Und, ja. Wie viele Kämpfe brauchst du dann jetzt noch? Also wie viele Schritte? Heute war der erste in die richtige Richtung, um dann letztendlich wieder einzusteigen. Sean Shelby hat es dir ja offen gelassen, ja. Hast du zumindest im März so gesagt. Genau, musst du dich dann wieder anstellen oder das geht das dann direkt weiter? Das, was er uns gesagt hat, er wollte mich eben mit ein starkes Ground Game zurückhaben. Gesagt, so wie beim UFC-Debüt, genauso will er mich zurückhaben, dass ich an meinem Bodenkampf sozusagen arbeite. Und deswegen, ja, das war auch so ein Teil. Ich hoffe, er sieht den Kampf und ich meine, dieser Kampf war jetzt vielleicht nicht spektakulär oder so, aber ehrlich gesagt war auch nicht der Plan dafür. Ich wollte, wie gesagt, einfach nur klug ringen. Mir war es jetzt egal, ob es den Leuten gefallen wird oder nicht, weil am Ende schauen die Leute sowieso drauf, ob du gewonnen oder verloren hast. Also keiner sagt dann, hey, du hast super Kampf gemacht, toll. Vielleicht erste Woche und danach ist es vergessen. Das heißt, du hast verloren. Deswegen, das war mein Fehler in UFC, wollte ich auch gerade ansprechen, dass ich mich zu sehr auf die Leute fokussiert habe. Dass ich eher den Leuten gefallen wollte. Dass ich denen einen geilen Show liefern wollte, Stand-Up, Fetzen, K.O., weil ich habe immer gehört, die Leute mögen das, UFC mag das und bla bla bla. Da habe ich voll mein Ringen und alles nachgelassen. Wollte eher mehr den Fans gefallen sozusagen. Und im Endeffekt habe ich gemerkt, wie die Fans dann auch sind, wenn es dann nicht mehr so gut läuft. Dann redet keiner mehr so viel über dich. Deswegen habe ich das realisiert. Ich bin auch froh über diese Erfahrung. Alles im Leben passiert aus einem Grund. Und deswegen ist es mir ab jetzt egal, was die Leute reden. Ich werde mich einfach nur auf meinen Sieg fokussieren und fertig. Ist sicherlich eine gute Einstellung, aber ich glaube, du musst da auch gar nicht so tief stapeln, weil der Kampf war trotzdem unglaublich unterhaltsam. Es war gerade im Stand, ging das hin und her und so weiter und von daher, das kommt dann automatisch. Wenn du gut kämpfst, dann wird es auch ein geiler Kampf. Ja, wie gesagt, der ist auch Linkshänder, deswegen ist so eine Umstellung für mich. Ich habe die ganze Zeit mit Orthodox gearbeitet und auf einmal so ein Southpaw. Wahrscheinlich, also die sich im Kampfsport auskennen, die wissen, dass Linkshänder eben unangenehm sind für die normalen Linksausleger. Und das war für mich auch dann so eine Umstellung, wie gesagt, ja, deswegen. Ich meine, am Anfang hatte man das bisschen gesehen, dass du Schwierigkeiten hattest, genau, dich einzustellen, aber je länger der Kampf gedauert hatte, umso besser kamst du auch klar. Ja, genau. Okay, gehen wir mal weg von dem Kampf und wir sehen uns ja spätestens im Oktober bei EMC 6. Was kommt dann? Ist dann schon die UFC in Sicht? Mal schauen. Also, ich finde jetzt jede Zeit, also ein Kampf geht noch. Also einen Kampf will ich noch machen, auf jeden Fall, also außerhalb. Und dann würde ich, also wenn es geht, natürlich, ehrlich gesagt, wenn du schon jetzt raus bist von UFC, kannst du auch nicht selber entscheiden, hey, jetzt komme ich zurück. Das geht natürlich nicht. Aber nach nächsten Kampf, wenn die Chance da wäre, also da ist, dann würde ich schon gerne zurückgehen wieder. Und ja, weil ich aus meinen Fehlern gelernt habe, das hat man heute auch gesehen. Und deswegen, ich glaube, ich bin noch ein Kampf und dann bin ich wieder mental bereit. So körperlich, vom Skills her bin ich sowieso bereit. Also ich bin so selbstbewusst, ich zweifle gar nicht dran, aber dieses Mentale hat mir einfach so ein bisschen gefehlt. Es ist auch so viel passiert, auch privat in meinem Leben. Es sind jetzt natürlich keine Ausreden, aber das alles ist jetzt hinter mir und ja. Kopf und Körper, das gehört alles zusammen. Der Kämpfer muss da wirklich auch in beiden Bereichen im Fit sein. Ne? Ja. Ja, dann sind wir sehr gespannt und wir würden dich natürlich sobald das möglich wieder in der UFC sehen und wünschen dir natürlich da auf diesem Weg dahin auch alles Gute und dass auch,
das Quäntchen, was dir deiner Meinung nach gefehlt hat, dass du das dann noch wieder findest. Und ja, ich danke dir schon mal für deine Zeit jetzt hier heute und würde dir noch die Gelegenheit geben, ein paar Worte an die Fans rauszuschicken. Die Kamera gehört dir, bitteschön. Also erstmal Dankeschön an euch, Ground & Pound. Danke für das Interview, für die Zeit und danke an alle meine Freunde, Familie, Fans, alle, die mich unterstützen. Danke an meinen Sponsor Günther Brandstetter von der New Line Transport. Vielen Dank für deine Unterstützung. Diesen Sieg widme ich dir übrigens. Ich wollte mich bei meinen Jungs bedanken, mit denen ich mich vorbereitet habe, die Namen, die ich vorher eben erwähnt habe. Dankeschön an Henry Hooft, auch mein Coach aus Amerika, mein Management, Paradigm, Ayub, Gaziev, Malik Misayev, Dankeschön an alle und Coach Said aus Niederland, vielen Dank an alle. Jemand vergisst? Okay, es reicht auch. Vielen Dank, ich danke dir für deine Zeit und das Interview und ja. Falls ich jemanden vergessen habe, tut mir leid. Alle, die in meinem Leben mich unterstützen, die mir helfen, danke an euch. Also nicht böse nehmen, ne? Okay, sicher jetzt? Gut, dann machen wir da einen Punkt drunter und oder dran und ich sag Tschüss aus Düsseldorf. Ciao, ciao.